1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht, eine Themennacht, und unser Thema heißt Bahnhofsgeschichten. Gerne möchte ich mit euch darüber sprechen, was ihr in, auf oder wegen, vielleicht wegen eines Bahnhofs, schon alles erlebt habt. An traurigen, an gruseligen, an schönen, an schrägen, an absonderlichen Geschichten. Was ist euch auf einem Bahnhof oder in einem Bahnhof schon alles passiert? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Und der erste Anrufer, das ist der Markus. Und Markus ist 20 Jahre alt. Morgen macht Markus. Hallo. Hallo Markus. Hallo Domian. Jo, Bahnhofsgeschichten. Was ist es bei dir? Ja, bei mir war es so, ich bin im Sommer 2004 am Bahnhof in Aschaffenburg zusammengeschlagen worden. Mhm. In Aschaffenburg? Ja. Das würde ich jetzt so denken, ist so ein harmloses, kleines Städtchen im Süddeutschen. Nee, die haben schon 70.000 Einwohner. Ja gut, aber es ist nicht vergleichbar mit Berlin oder Hamburg. Nee, das ist klar. Mhm. Nee. Was genau ist passiert? Ja, das war so gegen 1 Uhr nachts. Da war ich nach der Disco, bin ich halt da raus und wollte an mein Fahrrad gehen und wollte dann auch heim. Und ja, und dann kam einer von hinten an und wollte halt mein Geld, also mir das wegnehmen. Und war das im Bahnhofsbereich? Nee, das war, das war am Bahnhofsvorplatz. Am Vorplatz, ja. Mhm. Da war wahrscheinlich nicht mehr viel los nachts um 1 in Aschaffenburg. Doch, da waren schon noch Leute. Ja. Nur als es stattgefunden hatte, da ich wollte ihm auch mein Geld nicht geben. Mhm. Und und ich wusste natürlich nicht, was für ein Mensch das jetzt ist und so. Ich meine, ich gebe ja auch nicht jedem gleich das Geld dann. Ja. Und in der Regel, es war eine Person. Genau, ja. Ein älterer, viel älter als du? Ja, er war vielleicht so Ende 20. Ja. Ne? Erzähl mir, wie das dann so weitergelaufen ist. Also er hat dich angesprochen von hinten, er wollte deine Kohle haben. Ja. Und dann? Ja, das habe ich ihm dann nicht gegeben und da wurde halt gewalttätig, hat mich da an den Baum geschlagen und halt mehrmals mir ins Gesicht geschlagen mit der Faust. Ne? Mhm. Also sehr gewalttätig, sehr schnell. Ja. Sehr schnell genau. Auch. Mhm. Ging sehr schnell, ja. Also ich konnte auch gar nicht richtig gucken. Ich glaube, der hat auch dann irgendwie das irgendwie halt dann auch professionell gemacht mit Kampfsport oder so. Mhm. Ne? Also du hast dich gar nicht wehren können? Kaum, gar nicht. Eigentlich. Hast du dich ein bisschen zur Wehr gesetzt? Ja, anfangs, aber ich hatte gerade ein Fahrradschloss in der Hand gehabt und das habe ich dann irgendwie versucht, dann noch mich abzuwehren damit. Mhm. Aber ich bin dann auch, bin dann K.O. gegangen und ich habe nur noch Leute gesehen, die da am Bahnhof gestanden haben und die haben einfach dumm geguckt und haben sich darüber noch lustig gemacht und so. Also waren Leute rundherum? Und ich habe Hilfe gerufen und alles und das war Drama. Ne? Und hat der denn dein Geld dann bekommen? Nee, weil ich hatte es ja in der Seitentasche gehabt, weil ich tue seitdem mein Geld auch immer an der Hosentasche an der Seite rein und nicht immer hinten. Ne? Ja, wie viel Geld hattest du bei dir? Ja, vielleicht 20 Euro oder trotzdem. Ich will ja meine Karten und so weiter, das braucht er ja nicht haben, eine Visa-Karte und alles. Damit kann man ja bezahlen. Jetzt hast du dich K.O. gegeben. Ja. Du lagst auf der Erde. Ja. Ja, die Leute haben euch angeguckt. Keiner hat dir geholfen. Ja, und dann ist halt die Polizei gekommen. Ah, das ging dann aber schnell. Das ging nicht so schnell. Nur als ich dann wieder aufgestanden bin und so weiter, kam auch dann die Polizei irgendwann dann. Ne? Mhm. Also so genau war es jetzt halt auch nicht mehr. Nur die kamen dann schon. Mhm. Und die haben den Täter wahrscheinlich nicht bekommen. Doch, haben den noch bekommen. Ja. Ah. Er war dann noch im Bahnhof, der war so blöd und ist dann noch da geblieben. Ich wundere mich, dass der nicht noch mehr Druck auf dich ausgeübt hat, dass du deine Kohle rausrücken sollst. Ich habe keine Ahnung. Also der hat dann irgendwie... Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob da wirklich einer noch was gesagt hat. Ich weiß nur, dass da ein Taxifahrer war und
dessen Kennzeichen ich immer noch im Kopf habe. Mhm. Und den habe ich auch angezeigt dann noch, ne? Wegen unterlassener Hilfeleistung. Ah, ja. Was ist aus der ganzen Sache geworden? Ja, das war dann so, dass, also es war ja, ist ja dann noch weitergegangen, dass ich dann heimgelaufen, also nach der Polizei, dass ich dann, die haben gesagt, ich soll heimgehen, mhm. ne? Mhm. Obwohl ich mich ja, ich war halt unter Schock und so weiter. Mhm. Ne? Und hast du auch verletzt? Ja, nur das haben die halt nicht so gesehen. Die haben nur gesagt, was ist passiert und so. Ja, haben die alles aufgenommen und ne, und ja. Dann bin ich halt dann heim Richtung nach Hause gelaufen, mhm, ne, Richtung Goldbach dann und ja, und dann war das halt so, dass ich dann zusammengebrochen bin, ne? Mhm. Und auf der Straße. Auf der Straße, ja. Und dann hat dann und ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern, ich bin auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen, mhm. ne, ins Klinikum und ja. Und wie lange warst du im Krankenhaus? Zwei Tage. Also Schädel-Hirntrauma gehabt dann. Ach du, also die Leute haben dir nicht geholfen, nee. Die Passanten, die Polizei hat dich nicht vernünftig behandelt. Ja. Die haben sich auch nicht um dich richtig gekümmert. Nee. Also eine ganze Verkettung von üblen Sachen. Ja. Dein Fahrrad hast du hoffentlich nicht auch noch irgendwie verloren in der ganzen. Das hat der Rettungsdienst dann irgendwie da angekettet. Ja, ja, ne? Ja. So, was ist aus der Anzeige geworden, aus der ganzen Geschichte? Also die Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg hat eine Anzeige gegen ihn erhoben, mhm. mit mir zusammen und daraus ist dann ergangen, am 21.10.04 habe ich dann Post bekommen, dass das Verfahren eingestellt wird. Ne? Ja, wegen, sagen wir mal so, das ist halt nicht im Interesse der Öffentlichkeit. Mhm. Ne? Wegen Geringfügigkeit. Wegen Geringfügigkeit, mhm. genau, mhm. ja. So, du bist jetzt wahrscheinlich viel aufmerksamer, wenn du nachts unterwegs bist. Ja, also das. Obwohl man sich ja gar nicht richtig davor schützen kann. Ne? Nee, auch wenn man aufmerksam ist, passieren manchmal Sachen, da hat man null Chance. Und wenn man noch so ein toller Kampfsportler ist und das war deine Geschichte am Bahnhof. Ja, zweitens bin ich halt sehr vorsichtig geworden und habe halt wirklich auch dann irgendwie Angst, dann, wenn da irgendwie Leute da sind. Also dann irgendwie so Gruppen. Ne? Ja. Das ist halt dann Augen aufmachen und einfach vorsichtig sein. Mehr kann man nicht machen. Markus, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Kann ich noch jemanden grüßen? Nee, heute keinen Grußtag. Heute nichts. Oh. Mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss, Markus. Dankeschön. Tschüss. Ich muss wieder strenger sein in Sachen Grüßen. Ich habe schon Kritik bekommen, weil ihr anderen das nicht hören wollt. Was ich ja auch gut verstehen kann. Anja ist 25. Guten Morgen. Jo, hallo Domian. Jo. Hallo Anja, was ist dir am Bahnhof passiert? Ich habe von meinem 16. bis zu meinem 19. Lebensjahr am Bahnhof gelebt. Am Bahnhof gelebt? Am Bahnhof Zoo in Berlin. Ah, der Klassiker. Am Bahnhof Zoo in Berlin. Ja. Wie hast du da gelebt? Also, Essen, Trinken haben wir von der Bahnhofsmission und auch von diversen Jugendeinrichtungen, die sich um jugendliche Obdachlose kümmern. Also du warst obdachlos? Ja. Mhm. Mhm. Wie kam es dazu, dass du mit 16 Jahren obdachlos warst? Ich sag mal so, ich habe mich freiwillig dafür entschieden. Ich habe 8 Jahre lang zu Hause psychischen Terror durch und auch körperliche Gewalt erlebt. Kannst du noch ein bisschen näher ans Telefon gehen, dass wir dich noch etwas besser verstehen? Und auch in der Schule. Also ich hatte keinen richtigen Punkt, wo ich mich mal ausruhen konnte und erholen konnte. Mhm. Bin ich eben freiwillig, ja. Mhm. Und deine Eltern haben sich dann auch nicht weiter um dich gekümmert? Und dich gesucht oder irgendwas unternommen? Meine Mutter schon, aber auch mein Stiefvater. Aber mein Stiefvater und sein Sohn haben mehr oder weniger das mit verursacht, dass ich freiwillig auf die Straße gegangen bin. Der Stiefvater und der Sohn von dem Stiefvater. Ja. Die sind die Gründe. Kannst du mal in ein paar Stichworten sagen, was die mit dir gemacht haben? Der Kleine hat Scheiße gehört und ich habe dafür Dresche kassiert, auf gut Deutsch gesagt. Und das immer und immer wieder? Ja. Also richtig Horror zu Hause? Ja. Mhm. Und am Anfang habe ich auch noch mit meiner Mutter drüber geredet. Mhm. Nur dann haben die beiden miteinander darüber geredet und dann gab es Stress zwischen den beiden. Und als meine Mutter dann wieder arbeiten war, habe ich es dann eben doch wieder hinter ihrem Rücken abgekriegt und irgendwann habe ich dann aufgehört, darüber zu reden. Haben denn deine Eltern und deine Mutter gewusst, dass du auf dem Bahnhof gelebt hast? Nicht wirklich. Nee, die wussten, dass du irgendwie auf der Straße bist, aber die wussten nicht genau den Ort Bahnhof. Warum? Dass ich mich öfter am Bahnhof Zoo aufgehalten habe, wussten sie schon. Hm. Nur mit der Zeit lernt man da Tricks
um sich durchzumogeln. Mhm. Also durchzumogeln heißt, dass du nicht gefasst wirst da. Ja, genau. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war es auch so, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine bundesweite LKA-Fahndung durch. Oh. Bin selbst in Polizeikontrollen gekommen, innerhalb von 3 Tagen 4-mal. Und selbst da ist es bei den Polizeikontrollen nicht aufgefallen. Und die haben dich gesucht, weil du weggelaufen warst? Oder hattest du auch irgendeine Straftat gemacht? Nein. Nee. Wegen der Vermisstenmeldung. Nur automatisch, wenn man 14 Tage lang vermisst ist, wird es als Jugendlicher in eine bundesweite LKA-Fahndung. Jetzt hast du 3 Jahre am oder auf dem Bahnhof Zoo gelebt. Ja. Hast du da auch geschlafen? Naja, da gab es verschiedene Einrichtungen, die im Bahnhofsnähe halt waren, wo man dann übernachten konnte, sodass man nicht unbedingt im Sommer, haben wir schon draußen im Tiergarten übernachtet. Also Tiergarten ist eine große Parkanlage in Berlin, in der Nähe vom Bahnhof. Ja. Vom Bahnhof Zoo. Aber tagsüber habt ihr euch dann da auf dem Bahnhof rumgetrieben? Ja. Was habt ihr denn gemacht auf dem Bahnhof? Warum gerade auf dem Bahnhof? Keine Ahnung, also nicht wirklich. Also es war so ein Treffpunkt, also gab's da Clique von 6 Leuten. Mhm. Und habt ihr da auch gebettelt und geschnorrt? Ja, wir haben geschnorrt. Kann das sein? Für Alkohol und für Zigaretten. Ja, kann das sein, dass man da besser dann, also eher was kriegt von den Leuten, als wenn man irgendwo auf der Straße sitzt und bettelt? Mhm, nicht wirklich. Also am Bahnhof ist es halt, sag ich mal, einfacher, weil da viel mehr Zulauf war. Ja, so meine ich es auch eigentlich. Ja. S-Bahn, Bus. Nun ist der Bahnhof Zoo hat ja nun wirklich nicht gerade einen dollen Ruf. Und es gibt ja viele Geschichten und Dinge, die da passiert sind. Wie ist es, Stichwort Drogen, bist du mit Drogen in Kontakt damals dort gekommen? Ja, ich habe angefangen, Marihuana zu rauchen. Ja. Aber härtere Drogen, habe ich gesagt, habe ich von Anfang an gesagt, wird nicht passieren. Ja. Und das ist auch nicht passiert. Gott sei Dank, aber man hat es ja angeboten und wenn du ja gesagt hättest, dann wärst du auch war schon von vornherein gegen mein Prinzip. Mhm. Aber man wurde doch damit konfrontiert. Also du hättest wurde man auch. Ja. Also ich habe auch mehrere Leute kennengelernt, die an der Überdosis gestorben sind. Wie ist es, ein anderes Stichwort, Prostitution. Warst du da mal kurz davor, das zu machen? Oder hast du es gemacht? Nein, auf keinen Fall. Ich war nur zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so, ich habe zwar auch dadurch Geld verdient, dass ich mehr oder weniger auf eine Prostituierte aufgepasst habe. Und zwar insofern, war es so, dass ziemlich viele Mädchen dort auch anschaffen gegangen sind. Mhm. Und da hat man halt so einen Kodex gehabt, dass man immer nur zu zweit geht, sodass sich einer eben die Kennzeichen notiert. Mhm. Und der andere eben. Dann warst du quasi der Leibwächter der Prostituierten. So, ja. Mehr oder weniger. Ja. Hast aber nie, die Rollen wurden nie vertauscht. Also du warst nie in der aktiven Rolle. Das war gegen mein Prinzip. Gut, okay, einmal habe ich selber jemanden gehabt. Und zwar ist es ein älterer Herr gewesen. Mhm. Dem seine Frau war gestorben. Der hat einfach nur jemanden gesucht, der ihm zuhört. Habe ich auch gemacht. Mhm. Habe dafür zu 300 D-Mark bekommen. Der ist mit mir essen gegangen. Der hat mir neue Klamotten gekauft. Also aber kein Sex? Nein. Kein Sex? Das war gegen mein Prinzip, weil ich war zwar auch in einer Beziehung damals. Ja. Und, für mich gehört Treue einfach dazu. Ja. Und hätte ich das gemacht, dann wäre es für mich gegen die Treue gewesen. Wie ist das, wenn man auf dem Bahnhof lebt, so viele Jahre? Ich frage mir so ein paar Sachen, wie beispielsweise, wo wäscht man sich? Hier in den Bahnhofstoiletten oder wo duscht man sich? Da gab es eben die Einrichtung, ich möchte jetzt keinen Namen nennen unbedingt. Ach so, für Obdachlose gibt es da so, ja, was du gerade schon gesagt hast. Auch eine Einrichtung für obdachlose Jugendliche, zu der ich ja damals auch gehörte. Ja, Essen gab es dann da auch? An der BM und auch in diesen Einrichtungen. Ja. Ansonsten hing man dann so rum, die Stunden des Tages. Ja. Dann eine Geschichte ist mir dort passiert, und zwar von einer Freundin, die kleine Schwester, die hatte Epilepsie. Ich kannte mich daher auch ein bisschen mit aus, also ich wusste, wie es aussieht, wenn ein Anfall ist und was man machen muss. Mhm. Dann hat auf dem Bahnhof ein älterer Herr einen epileptischen Anfall gekriegt. Mhm. Und die ganzen Leute standen nur rum, keiner wusste so richtig, was er machen sollte. Ich wusste eben, was zu tun ist,
habe eben mehr oder weniger Hilfe für den eingeleitet. Mhm. Also es war schon ein komisches Gefühl, als dann auch noch jemand versucht hat, seine Tasche zu stehlen. Ich das aber verhindert habe und der Mann kam dann ein paar Tage später und hat sich bei mir bedankt dafür. Immerhin, ne? Hätte auch wieder so ein Fall sein können, dass er sich nicht bedankt, aber er hat sich bei dir bedankt. Hatte dir wenigstens noch ein bisschen... dafür sogar dann Geld gekriegt, weil es auch nicht, alle haben nur gedacht, dass der nur rumspinnt, aber ich habe, als der Typ versucht hat, den Koffer zu klauen von ihm, habe ich gesehen, dass der Notfallausweis dran in seinem Koffer hat. Wie viel Geld hat er dir denn als Gegenleistung geschenkt dann, als Danke? 50 Mark. Na, immerhin, ne? Ist schon ganz nett. So, 3 Jahre dort gelebt, heute bist du 25 Jahre, du hast dort gelebt von 16 bis 19. Wie bist du da rausgekommen aus diesem Milieu? Ich bin damals vom Bahnhof aus in eine Drückerkolonne gekommen. Das heißt, ich habe an der Tür Artikel verkauft. Was ja auch nicht gerade das Schönste ist. Nee, aber es hat ihm geholfen, um zu überleben, sag ich mal. Achso, das war für dich dann wieder der Einstieg in ein normaleres Leben. Ja. Wann hast du dann wieder deine erste Wohnung oder überhaupt deine erste Wohnung bekommen? Wie alt warst du da? Da war ich 20. 20, Und heute, was machst du vom Beruf? Nein, oder? Ich war 19. Ja. Weil ich bin mit 19 auch Mutter geworden. Ah ja. Und wie lebst du heute? Was machst du heute? Heute bin ich aus Berlin weggezogen, weil es hat mich doch immer wieder hingezogen zum Bahnhof, zu meinen alten Leuten. Weil damals war es auch so, dass da eben auch ein ganz starkes Zusammenhaltsgefühl war. Hatte jeder seine Probleme für sich, aber irgendwo im Grunde genommen hatte man doch die gleichen Probleme im Großen und Ganzen zusammengefasst. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn man dann wieder hingeht, dass man irgendwie wieder da so reingesaugt wird, ne? In die ganze Sache. Was machst du heute? Dieses Jahr kommt meine Tochter zur Schule, wird dieses Jahr 6 und bekommt auch dieses Jahr noch ein Geschwisterchen. Bekommt noch ein Geschwisterchen, ah ja. Ja. Hast du denn irgendwann auch mal gearbeitet? Bist du dazu gekommen? Eigentlich nicht, ne? Wegen der Kinder geht das ja wirklich. Nicht. Ja. Hast du ein Pach? Letztes Jahr war ich alleinerziehend mit meiner Tochter. Meine Tochter ist hyperaktiv. Und der Vater von meiner Tochter, beziehungsweise Erzeugervater, kann man das nicht nennen, hat sich nie um die Kleine gekümmert. Jetzt habe ich aber einen Partner gefunden, der die Kleine akzeptiert, so wie sie ist. Na super. Und dem auch die Kleine akzeptiert, auch ihn. Und es gibt jetzt noch ein neues Kind, bald. Im August. Also hat sich dein Leben doch durchaus zum Positiven entwickelt, kann man ja sagen, ne? Ja, ich habe aus der Zeit Positives sowie auch Negatives mitgenommen. Aber im Grunde genommen, im Großen und Ganzen, bin ich doch froh, dass ich von der Straße weg bin. Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen jetzt, du hast Kinder, da geht das ja sowieso alles überhaupt gar nicht. Und die Einrichtungen habe ich besucht, auch mit meiner Tochter. Gut, aber jetzt so ein relativ geordnetes Leben ist natürlich schon besser, auf jeden Fall. Müssen wir gar nicht diskutieren, glaube ich. Liebe Anja, danke dir für den Anruf und dir und deiner Familie alles Liebe, alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt heute Nacht Bahnhofsgeschichten. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, die ihr auf einem Bahnhof erlebt habt, in einem Bahnhof erlebt habt. Was euch so einfällt, wenn ihr Bahnhof gehört, wenn ihr das Bahnhof hört, was ist euch in oder auf einem Bahnhof schon alles passiert? 0800 220 50 50. Und weiter geht es mit der Konstanze. Und Konstanze ist 74 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen, Konstanze. Was ist dir auf einem Bahnhof passiert? Ja, also so viel Aufregendes nicht wie eben. Ich bin im Bahnhof geboren. Wie, du bist auf einem Bahnhof geboren? Ja. Ja, das ist ja nur aufregend genug. Nee. Mein Vater war Reichsbahn-Obersekretär und er war Chef vom Bahnhof. Und wir hatten die Wohnung im Bahnhof. Ach so, also du bist schon in einer Wohnung, aber in einer Wohnung auf einem Bahnhof geboren. Genau. Das ist ja ein schönes Omen, ne? Irgendwie so fürs Leben. Ja. Und dann kam ich mit 18, habe ich dann nochmal so eine Bahnhofssache gehabt. Da bin ich, also 1950 aus der DDR ab. Und da haben wir so Fluchthelfer. Und die haben uns genau in die waren aber bezahlt von der Grenzkontrolle und haben uns da in die Grenzkontrolle reingehauen und dann sind wir von den Russen geschnappt worden. Und jetzt hatte ich da auch etwas Geld von meiner Schwester, die war
schon 1948 weg. Ja. Und das haben die uns abgenommen, ganz klar. Ja. Und wir sollten zurückgehen. Ja. Und da bin ich in den nächsten Ort, das war in Thüringen. Mhm. Und in dem Ort habe ich einen Oberschüler kennengelernt. Mhm. Und mit dem habe ich wieder, ja, was machst du hier und so. Ja, gehst mal mit zu meiner Großmutter, mhm. die gibt dir was zu essen, da kannst du dich waschen und dann sehen wir, werden wir mal sehen. Mhm. Und der hat dann gesagt, ich erledige was und ist weg. Und dann kam er zurück und sagte, mein Onkel hat heute Nacht um 2 im Bergwerk Dienst mhm. und da können wir unter Tage durch, ich schaff dich rüber. Jetzt kommen wir irgendwann auf den Bahnhof nochmal, ne? Ja, wir kommen gleich nochmal auf den Bahnhof. Mhm. Und der hat mich dann also durch dieses Bergwerk in den Ort hochgeschafft. Der Bahnhof war scheinbar von dem Bergwerk nicht weit, ich weiß es nicht mehr so genau, mhm. und zum Bahnhof. Mhm. Und in dem Bahnhof war, das Badezimmer war voll und dann bin ich in dem Vorraum gewesen. Da kam dann auch ein Bahnbediensteter und meinte, er könnte mir ein Brot geben mhm. und ob ich im, steht ein abgestellter Zug draußen, ich könnte da mich weiter aufhalten bis mhm. morgen. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Es war auch okay, ist mir niemand dumm gekommen. Ja. Und dann musste ich halt nächsten Tag an die Autobahn, weil ich ja kein Geld hatte. Die Bahn hat dann ja nicht mitgenommen. Ja. Das Geld war weg. Aber ich bin nicht mehr zurück. Ja. Aber also, am Bahnhof sind sie mir halt, waren auch gute Leute. Also starke Erinnerung an Bahnhof. Bahnhof, ja. Dann bist du auch quasi in einem Bahnhof groß geworden, ne? Ja, teilweise, ja. Und mein Großvater war Lokführer, mit dem bin ich in der Lok auch schon als Leitkind gefahren. Ja, das muss doch für ein Traum gewesen sein, für ein kleines Kind. Ja, klar. In den Zeiten damals mit der Lok fahren zu können. Ja. Hattest du denn auch irgendwie so als junges Mädel den Wunsch, irgendwie was bei der Bahn oder mit der Bahn mal zu machen? Nee, eigentlich nicht, nein. Und wenn du heute so in so einen Bahnhof kommst, kommt dir so ein bisschen Wehmut auf? Ich gehe gern zum Bahnhof und ich fahre auch gern Zug. Ja, siehst du. Obwohl ich kaum Zug fahre. Ja. Das sind doch dann die alten Erinnerungen und dann, es riecht ja auch immer so typisch im Bahnhof. Oder auch, ne? Wir mussten als Kinder auch immer zum Bahnhof Essen bringen. Also dann haben wir bei den Großeltern im Haus gewohnt, als wir von diesem Bahnhof weg waren. Da ging ich dann dort in die Schule, das war ein anderer Ort. Mhm. Da war der aber auch wieder am Bahnhof und da haben wir dann immer so Essen hinschaffen müssen. Und dann haben die diese Morsetasten noch gehabt, diese Morserei, das war alles. Ja. Wahnsinnig interessant. Hatten denn deine Eltern nicht Angst? Ihr Kinder habt dann ja auch in dem Bahnhof und vielleicht auch sogar auf den Gleisen gespielt. Das war damals noch nicht so. War nicht so schlimm. Man hörte das von Weitem, wenn da irgendwie eine Lok kam. Ja, klar. Ja, also ist dann auch nie was passiert. Nein. Also, ein Mädel, das heute schon 74 ist, ist auf einem Bahnhof geboren damals. Genau, kann ich vielleicht ein Autogramm kriegen? Ja, Konstanze, dann legst du bitte auf, wir rufen dich nochmal an und notieren deine Anschrift. Das ist aber nett. Alles Liebe, alles Gute. Danke für deinen Anruf, Konstanze. Ciao. Tschüss. Und Sonja ist hier. Sonja ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Sonja. Ja, hallo, Domian. Bahnhofsgeschichten. Ja, genau. Ich habe auch mal am Bahnhof gelebt. Also jetzt nicht direkt auf der Straße, wie die jetzt die zweite davor, sondern halt auch in so einem Zimmer. Mhm. Ja, hatte mich damals von meinem Ex-Freund getrennt. Wir hatten da so einiges, was nicht so toll war in unserer Beziehung und bin dann zu einer Freundin gezogen an den Bahnhof. Also es war nicht im Bahnhof, sondern direkt am Bahnhof? Ja, war schon auf dem Bahnhof, also genau gegenüber waren die ganzen Busse und links daneben war die Halle, dahinter die Züge und alles, also man hat alles schon miterlebt. Hast du da in dieser Zeit, wie lange hast du da gelebt? 9 Monate circa. Hast du da irgendwas Besonderes erlebt in dieser Zeit? Also ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleiner Bahnhof wie in der Stadt da so viel passiert wie jetzt. Jetzt Bahnhof Zoo ist jetzt nicht vergleichbar, aber es gab schon abends halt auch diese Prostitution teilweise. Wie groß war denn der Ort, in dem du da gewohnt hast? Ja, das war eine Stadt halt so wie Marburg, Gießen so. Naja, okay. Das ist also war jetzt nicht so groß, aber auch jetzt nicht ganz klein. Also. Also Prostitution hast du mitbekommen? Ja, und war halt auch, dass man, wenn ich jetzt aus dem Fenster geguckt habe, dass sich dann immer dieselben Leute getroffen haben, da halt auch mit Drogen gehandelt wurde. Mhm. Und damals habe ich halt auch Marihuana geraucht, weil ich hatte 2 Fehlgeburten zu dem Zeitpunkt gehabt. Das heißt, du bist vor die Tür gegangen und hast es gleich da eingekauft? Genau, ja. Also
war Action pur den ganzen Tag. Also das ging morgens mit den Schülern los. Mhm. Gab es Momente, wo du vielleicht Gefahr gelaufen wärst, da irgendwie mit reingezogen zu werden? Also dadurch, dass ich da gewohnt habe, es gab da Leute, die waren da jeden Tag. Mhm. Die saßen da auf der Bank und haben auch genau gegenüber immer bei mir da in die Wohnung geguckt, wussten dann irgendwann, da wohnt eine kleine zierliche Person, war damals 20 gewesen. Und die haben mich dann auch schon belästigt, wenn ich rausgegangen bin, einkaufen wollte, zur Arbeit wollte. Da wurde dann nach mir gerufen. Und aber du hast nie irgendwas gemacht? Nee, also jetzt gemacht direkt habe ich nichts, nein. Was heißt direkt? Indirekt schon, oder wie? Also einmal war es abends halt so, da wollte mich mein Bruder besuchen kommen. Und ich dachte, ich laufe ihm entgegen. Und gehe dann auch über die Straße drüber, da bei den Bushaltestellen hoch, und da kommen dann mir diese vier Jungs, die da immer sitzen, gerade da, weiß ich nicht, ob das Zufall war, kommen mir entgegen und wollten mich dann halt kaschen. Und da hatte ich dann Glück, dass mein Bruder dann um die Ecke kam und die Prell getan hat, dass die dann weg sind. Das heißt, wenn der nicht gekommen wäre... Nee, aber es war halt dann... Wäre was vielleicht Schlimmes passiert. Ja, das mit Sicherheit dann. Mhm. Die waren also... auch gut bekannt für ihre kriminellen Dinge. Und das heißt, du warst froh, als sie 9 Monate rum waren und du dann nicht mehr da wohnen musstest? Ja, war ich. Also ich musste teilweise, dann habe ich meinen Bruder dann so hauptsächlich gebeten, dass er mich von der Arbeit abends abholt, mich nach Hause bringt, weil da abends auf dem Bahnhof hatte ich schon ganz schön Angst. Also es ist ja schon sonderbar, dass das Bahnhofsmilieu so viele... ja, Schichten von Menschen anzieht und eben auch sehr viele kriminelle Milieus halt auch bedient. Das ist schon sonderbar, ne? Warum gerade an den Bahnhöfen? Ja, da treffen sich die meisten Leute dann. Da ist so viel los, es ist wirklich so, da, wenn es da mal eine Prügelei gibt oder da ganz so hin in der Ecke gedealt wird, da achtet keiner drauf. Wenn du da natürlich... Obgleich natürlich so ein Bahnhof, auch ich finde auch, das hat immer was Faszinierendes. Ich gehe gerne in große Bahnhöfe und schlendere einfach so rum und gucke mir das an. Die vielen Menschen, die da hin und her hetzen geradezu, dann hört man die Aufrufe von Zügen, die dann nach Moskau oder Madrid fahren. Das hat immer so ein bisschen was von große Welt und ein bisschen Reisewehmut oder Sehnsucht kommt da bei mir auch auf, wenn ich das so sehe und höre. Liebe Sonja, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit der Antje. Und Antje ist 18. Hallo Antje. Hallo Domian. Hallo Antje. Antje, was hast du denn erlebt auf einem Bahnhof? Also bei mir war es so, ich bin von einem Prostituierten, also ich bin Prostituierte. Und ich war mal in Hamburg am Bahnhof. Und zwar, also bei mir ist eben halt bei allen Prostituierten so, ich mache eigentlich alles. Und aber blasen tue ich eben halt nur mit Kondomen. Das ist ja eigentlich auch Standard. Und ich hoffe, dass du Geschlechtsverkehr auch nur mit Kondomen hast. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja eben halt so. Und auf jeden Fall war ich dann bei denen im Auto. Und In Hamburg warst du irgendjemandem im Auto? Ja, genau. Bei einem Zuhälter. Ja. Und auf jeden Fall habe ich ihnen dann klar gesagt, so, was mein Ding ist, dass ich es nur mit Kondom mache, weil er wollte gerne, dass ich ihnen einblase. Und zwar war es dann so, dass ich gesagt habe, ihnen eben halt klar gesagt habe, dass ich es nur mit Kondom mache. Und dann hat er sich tierisch aufgeregt und mich angeschrien und eigentlich so alles Mögliche. Und ich war eben halt strikt dagegen. Also das wollte ich eben halt nicht. Und dann hat er angefangen, mich zu schlagen. Also erstmal ins Gesicht, so ganz leicht. Also das ging eigentlich noch so eben halt. Ich dachte so in der Hoffnung, also dass er eben halt noch denkt, dass ich es so mache. Aber ich mache es eben halt nicht, weil ich ekel mich. Und das war eben halt auch eine ältere Person. Und das finde ich eben halt ekelig. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er angefangen, mich doller zu schlagen. Und dann hat er mir die Nase gebrochen und mir den Arm gebrochen. Und eben halt so richtig heftig. Also, im Auto?
Ja, im Auto. Also wir stellen nochmal klar, nicht, dass das jetzt missverständlich war. Du solltest nicht Oralverkehr mit dem Zuhälter ausüben, sondern der Zuhälter wollte dich dazu zwingen, dass du für ihn so arbeitest, dass du ohne Kondom... Nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Er wollte eben halt, dass ich ihn einblase. Ach, dem Zuhälter? Ja, genau. Ah ja. Und dann wollte er eben halt... eben nicht, dass ich es mit Kondom mache. Ich verstehe, das andere habe ich dann schon verstanden. Es ging also wirklich um den Zuhälter persönlich. Ja, genau. Da hat er dich so schwer verletzt im Auto. Und dieses Auto, wie kommen wir jetzt zum Bahnhof? Stand das vor dem Bahnhof? Oder? Nein, wir sind schon weitergefahren. Hast du den denn im Bahnhof kennengelernt? Ja, ich habe ihn am Bahnhof kennengelernt. Ach so kam die Geschichte zustande. Du hast ihn im Bahnhof kennengelernt und dann seid ihr ins Auto gegangen. Und dann ist das so geschehen. So, jetzt warst du ja verletzt, übelst verletzt im Auto. Und dann? Ja, und dann lag ich eben halt 3 Wochen im Krankenhaus. Ja, Moment, wie bist du aus dem Auto rausgekommen? Hat er dich rausgelassen? Hat er dich noch irgendwo mit hingenommen? Ja, er hat mich dann rausgelassen später. Ich habe tierisch geweint und ich habe gesagt, er soll mich bitte in Ruhe lassen und so. Aber du hast nicht das getan, was er wollte? Nein. Ich habe es absolut nicht getan. Ja. Wo hat er dich dann rausgelassen? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich war so im Schock. Ich bin einfach nur gelaufen und dann habe ich einen Passanten angesprochen und gesagt, er soll mich bitte, also der war auch im Auto und dann habe ich ihm gesagt, er soll mich bitte im nächsten Krankenhaus abliefern und dann haben die mich da abgeliefert. Und dich erstmal ausgiebig verarztet. Ja, genau. Nach den Verletzungen. Ja. Du bist ja erst 18 Jahre alt. Ja, genau. Wie lange arbeitest du denn schon als Prostituierte? Ich arbeite da seit meinem 14. Lebensjahr. Seit deinem 14. Lebensjahr? Ja, genau. Du arbeitest aber nicht auf einem Bahnhof, ne? Doch, ich arbeite auf einem Bahnhof. Du arbeitest auch auf einem Bahnhof, aber nicht in Hamburg. Hauptsächlich. Das war gerade ein bisschen durcheinander, ich habe das nicht ganz verstanden. Auf irgendeinem Bahnhof in Deutschland arbeitest du? Ja, genau, so. Eigentlich auf verschiedenen. Auf verschiedenen, ah ja. Ja. Wie bist du mit 14 Jahren da reingekommen? Ich habe mit 12 angefangen zu kiffen und dann habe ich andere Sachen genommen und dann irgendwann bin ich zu Heroin gekommen und dann habe ich mir das eben halt damit finanziert. So das alte Lied, ne? Das alte Lied. Ja. Mit 12 Jahren, das heißt, ich vermute mal, dass du ein schlechtes Elternhaus hattest und abgehauen bist, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich ein gutes Elternhaus, dann habe ich angefangen zu klauen, eben halt deswegen, weil das mit den Heroinen immer mehr wurde und dann haben sie eben halt mich rausgeschmissen. Ja. Ach so, dann haben die Eltern gesagt, Schluss aus, genau. wir wollen dich nicht mehr. Hast du heute noch Kontakt zu deinen Eltern? Ja, ab und an mal. Wissen die, was du machst? Ja, die wissen das. Und was sagen die dazu? Ja, die finden das eben halt nicht gut und die sind in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal auf geraden Wege komme. So. Wie siehst du denn selbst dein eigenes Leben, wenn man so von 14, das ist ja nun super früh, finde ich, auf den Strich geht und jetzt schon 4 Jahre in dem Geschäft ist, so wie du, wie siehst du dein Leben? Scheiße. Also ich sehe es überhaupt nicht gut. Hast du denn schon Versuche unternommen, irgendwie da rauszukommen? Ja, ich war schon auf 5 oder 6 Entzügen, aber man kennt da ja auch auf Bahnhöfen so einen oder anderen und die überreden einen halt dann dazu und dann macht man es halt immer wieder. Also das heißt, du bist hochgradig heroinabhängig? Ja, genau. Und das ist halt der Teufelskreis, dass du dann dir das Zeug dadurch verdienst, nach wie vor. Ja, genau, das ist richtig. Wo gehst du mit den Freiern hin, wenn du die auf dem Bahnhof kennenlernst? In ruhige Ecken. Draußen? Ja, genau, draußen. Arbeitest du für dich oder hast du jetzt auch einen Zuhälter? Ich habe auch einen Zuhälter und der auch auf mich aufpasst und so. Aber ich hatte auch schon verschiedene und manche sagen so, die haben da keinen Bock mehr drauf und dann lernen die natürlich auch andere kennen und dann haben die gar keine Lust mehr zu und dann mache ich es auch für mich alleine. Wie ist das denn mit so einem Zuhälter? Ich frage mal anders. Wie viel nimmst du so für einen normalen Kunden? Für einen normalen Geschlechtsverkehr, sage ich jetzt mal. Was für kostet? Einen normalen Geschlechtsverkehr nehme ich so 60 Euro. 60 Euro. So, ja. Wie viel bekommt der Zuhälter dann davon? Also ich sag mal so eine Stunde. Wie eine Stunde? Also ich meine von den 60 Euro, wie viel kriegt er?
Also, wie meinst du das jetzt? Naja, der Kunde zahlt dir 60 Euro. Ja, genau. Und du musst dem Zuhälter doch was abgeben an Geld, ja, ja. An Kohle. Wie viel fließt dann in seine Tasche von den 60 Euro? Ach so, ja, jetzt habe ich richtig verstanden. Mhm. Der kriegt dann so 20 Euro. Manche sind dann auch ein bisschen heftiger und die wollen dann auch 40 haben. Mhm. Also das ist eigentlich immer verschieden. Ja. Du hast ja. Im Moment auch was genommen, ne? Ja, ja. Ja. Deshalb funktioniert es auch nicht so richtig mit dem Reden, kann das sein? Ja, ja. Ja. Hast du Angst vor deinem Zuhälter? Nee, eigentlich nicht. Ich suche mir eigentlich auch immer die Leute aus. Also ich habe auch schon verschiedene kennengelernt und manche sind ganz nett und die anderen sind auch nicht so nett. Also und wenn ich merke, dass der eine dann so ein bisschen böse wird oder so, dann suche ich mir schon einen anderen. Also das geht auch relativ schnell eigentlich. Du hast ja jetzt schon so viel professionellen Sex über dich ergehen lassen, kann man ja so mal sagen. Ja, natürlich. Hast du denn privat auch schon mal dich verliebt und auch privat Sexualität mal genießen können? Gar nicht. Also ich sag mal so, bei manchen Freiern, die ich dann so habe, da ist das auch manchmal schön. Aber bei manchen dann auch wieder gar nicht so. Also das ist immer verschieden. Aber ich genieße auch bei manchen Leuten so mein Sex. Also manche, die sind auch wirklich gefühlsmäßig so richtig schön und so. Mhm. Aber so ganz privaten Freund hattest du noch nicht? Nee, hatte ich noch nicht. Und es gibt auch so ganz privat keinen, mit dem, wo du mal dein Herz ausschütten kannst und der dich mal in den Arm nimmt oder so, gibt's keinen? Nee, das will ich auch eigentlich gar nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich habe da eigentlich gar keine Lust zu. Also ich lebe mein Leben und weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich kann da gar nicht so richtig so. Hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich lebe mal hier, mal da. Also im Moment bin ich bei einer Freundin, die ist auch Prostituierte und die ist gerade unterwegs. Und ja, das ist eigentlich immer verschieden. Von was träumst du, Anja? Hast du einen Traum, den du so in weiter Ferne siehst, den du gerne mal verwirklichen würdest wollen? Ja, natürlich. Ich möchte davon irgendwann mal wegkommen und ich möchte irgendwann mal einen Mann haben und eine Familie und einen vernünftigen Job haben. Ja, das ist eigentlich mein Traum. Weißt du, du wirkst so nett, muss ich dir mal sagen. Ja, ich bin auch eigentlich so eine ganz nette Person. Ja, ja, ich finde das wirklich, ich finde dich wirklich sehr sympathisch. Ja, danke schön. Ich finde das wirklich so. Ich auch. Ich finde das wirklich, ich muss es einfach mal so krass ausdrücken, so scheiße, dass es dir so schlecht geht und dass du da reingeraten bist. Ja, da kann man aber nichts machen. Ich denke, das gibt viele Prostituierte, die eigentlich ganz nett sind, aber die da so reinraten. Ja, aber es muss ja irgendeinen Weg geben, da wieder raus. Sonst ist dein Leben ja kaputt. Ja, und natürlich. Kannst es ja wegschmeißen. Aber ich habe immer noch Hoffnung. Ich denke, irgendwann wird das auch besser. Ich weiß nicht. Wärst du interessiert, dass wir dir vielleicht noch ein paar Tipps geben? Nee, eigentlich gar nicht. Ich möchte da selber rauskommen. Ich bin so ein Mensch, ich möchte aus meinen Fehlern lernen und ich möchte da irgendwie selber rauskommen. Mensch, dann wünsche ich dir wirklich alle Kraft der Welt, dass du die Kraft entwickelst. Denn das ist eine große Kraft, die du da aus dir herausholen musst, um da rauszukommen. Das, ja, danke schön. Das erahne ich wirklich. Und wünsche dir, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Ja, danke schön, Domian. Ich hab dich lieb. Das ist ja lieb von dir. Antje, mach's gut. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Der Christian ist hier. Der Christian ist 16. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Hallo Christian. Unser Thema heißt Bahnhofsgeschichten. Ja, also mein Kumpel wurde vor 1,5 Jahren am 26. Oktober von einem Räuber von Zug geschubst. Auf einem Bahnhof? Ja. Der Zug fuhr wahrscheinlich ein? Es war ein Güterzug. Der fuhr in den Bahnhof rein? Ja. Und der Täter hat deinen Freund einen Stoß gegeben und er ist vor die Lok gefallen? Naja, also ich erzähle die Geschichte mal von Anfang an. Warst du dabei? Ich stand direkt daneben. Du hast alles gesehen? Ja. Erzähl mal. Also, wir sind von der Party gekommen und wollten nach Hause fahren. Und mein Kumpel hat halt noch mit seinem Handy seine Eltern angerufen, hat Bescheid gesagt, dass er einen Zug verpasst hat, dass der nächste erst um 6 kommt. Und es war halt ein ziemlich neues Handy. Es war ein Samsung, es war das Beste, was im Moment auf dem Markt gab und so. Und da war ein 16-jähriger Marokkaner und der hat es halt gesehen, wie der mit dem Handy telefoniert hatte und wollte dem das Handy halt dann klauen.
Da ist dann gekommen, hat gesagt, gibt das Handy und so, hat ihn bedroht. Und ihr wart ja viel jünger, ne? Wenn dein Freund so alt ist, war wie du, also, wart ihr um die 14, 14,5 oder sowas? Ja, 15, ja. Ja, okay. Mein Freund halt wollte dem das Handy halt einfach nicht geben und da haben die sich halt geschlagen. Und als dann der Güterzug gekommen ist, hat der Räuber ihn dann aus Versehen von Zug geschmissen, auf die Gleise. Aus Versehen oder extra? Also, er hat vor Gericht ausgesagt, dass es aus Versehen war. Ich weiß es nicht, also er war auch ziemlich geschockt danach. Du hast die Auseinandersetzung ja gesehen. Ja, ich habe auch noch versucht, die auseinanderzuhalten, so habe ich versucht, ihm zu helfen, aber... Waren da noch andere? Hatte der Täter auch noch? Der hatte auch Kumpels dabei, sagst du gerade, ne? Oder war der alleine? Nee, der war alleine. Der war ganz also, alleine. Aber da war noch jemand anderes, der ist zur Bahnhofspolizei gegangen. Ja. Lass mich doch mal fragen, du hast versucht, auch noch zwischen die beiden zu gehen. Ja. Das hat aber nichts genutzt, weil der Täter stärker war als ihr und vielleicht brutaler, ich weiß es nicht. Ja? Der war da halt, also ich habe ihn dort jeden Tag eigentlich, also immer wenn ich am Bahnhof war, habe ich den dort gesehen und so. Ach, vom Ansehen kanntest du den? Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass der sowas bringt. Dann hast du gesehen, wie dein Freund vom Zug überrollt wurde? Ja. Hast du ihn auch... Schöner Anblick. Ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du ihn dann auch noch so schwer verletzt und entstellt gesehen? Das Einzige, was ich noch von ihm gesehen habe, war das Bein. Er war sofort tot. Ja. Gott, in dem Moment ist man doch wahrscheinlich wie gelähmt, oder? Was hast du da getan? Ich stand auch erstmal unter Schock. Also der Marokkaner halt eben auch. Der stand halt erstmal auch vom Zug, hat sich gedacht, oh nein, was habe ich getan? Hat mich dann angeguckt und dann ist er halt losgerannt. Ich bin ihm dann erstmal hinterher, weil ich war in dem Moment nur noch komplett aggressiv. Ich wollte ihm einfach nur noch wehtun. Und dann halt, als er aus der Bahnhofshalle rausrennen wollte, ist halt gerade die Bahnhofspolizei gekommen und hat ihn halt festgehalten. Weil die schon alarmiert waren. Ja, und es waren zwei Stück, die haben ihn halt festgehalten und ich bin dann gerade hinterher und bin halt komplett auf ihn losgegangen. Dann sind noch zwei andere Bahnhofspolizisten gekommen und haben mich dann auch noch festgehalten. Es ist dann zu einem Gerichtsverfahren gekommen? Ja. Und zu was ist dieser 16-Jährige verurteilt worden? Zu 2 Jahren Jugendhaft. Nur. Zu wenig? Ja. War das dein bester Freund? Ja. Das heißt, ihr kanntet euch schon lange und habt viel Sachen miteinander gemacht? Ich kannte ihn schon aus der Grundschule. Ja. 1,5 Jahre ist das her. Wie bist du denn dann mit diesem Schock und diesem Schmerz, das ist ja schlimm, wenn man jemanden so dramatisch verliert, wie bist du dann so für dich damit umgegangen danach? Also ich bin erstmal, ich kann es kaum beschreiben, ich war erstmal wie gelähmt. Also die Polizei hat mich dann erstmal nach Hause gebracht. Und als ich dann zu Hause war, bin ich halt ja aggressiv geworden, hat mein ganzes Zimmer zertrümmert. Und so die Wochen und Monate danach, hat sich da jemand um dich gekümmert oder hat man dich so allein gelassen mit den Eindrücken? Meine Eltern, halt meine Freunde. Ich hatte noch mehr Freunde, Klassenkameraden. Beim Psychologen warst du nicht? Nee. Wie ist es jetzt heute, nachdem einige Zeit vergangen ist? Ja, ich habe noch ein Bild von ihm in meinem Zimmer hängen und... Jetzt, wenn ich halt sein Bild sehe, kommt mir halt der Gedanke. Also kommt mir halt, erscheinen einfach wie Bilder in meinem Kopf. Warst du irgendwann nochmal an dieser Stelle, wo das passiert ist, da am Bahnhof? Ja. Das muss ja auch ein schlimmes Gefühl sein, wenn man dann nochmal da steht und da kommen einem ja alle Bilder hoch von damals. Auf jeden Fall.
Also, ich bin inzwischen noch komplett vorsichtig. Wenn ich irgendwo bin, ich vor allem, wenn ich Züge sehe. Kommt mir jedes Mal dieser gleiche Gedanke immer wieder. Ich würde gerne nochmal dich fragen nach, nach dem Verhalten des Täters. Wenn du jetzt ganz ehrlich deine Meinung sagen solltest, glaubst du, dass das so im Gerangel passiert ist, oder glaubst du eigentlich so ganz tief in dir, dass der dem einen auswischen wollte und ihn bewusst auf die Schiene geschmissen hat, gedrückt hat? Also für mich hat es eher danach ausgesehen, als dass halt im Gerangel passiert. Hast du das so auch vor Gericht ausgesagt? Ja. Das war natürlich für den Täter dann sehr gut, dass du das so eingeschätzt hast. Ja, trotzdem hat der Richter gesagt, also Jugendstrafe geht ja nur von einem halben bis zwei Jahre. Und der Richter hat gesagt, wenn er könnte, würde er ihn noch länger sitzen lassen. Du sagst zwar, dass das so in dem Gerangel passiert ist, dennoch findest du auch diese zwei Jahre zu wenig. Ja, eindeutig. Weil das eigentlich keine Entschuldigung ist. Es ist in dem Gerangel passiert. Wie weit wart ihr denn, oder waren die beiden von den Gleisen entfernt noch? Am Anfang, ja, es ist halt eine Bank halt in der Mitte halt von den Gleisen, da ist der halt gekommen. Und vorhin ist halt dann aufgestanden und da haben die sich halt eben geschlagen und dabei sind die halt öfters mal den Gleisen immer näher gekommen und am Ende halt eben standen sie direkt davor. Und das alles wegen einem Telefon? Wegen dem Handy. Wegen dem Handy, ja. Lieber Christian, ich würde gerne, dass du mal ein paar Worte noch mit meinem Psychologen sprichst. Bist du einverstanden? Ich will nicht so wirklich. Okay, dann will ich dir das auch nicht aufzeigen. Ich wollte es dir nur anbieten. Weil du noch so ein bisschen angeschlagen und traurig wirkst. Aber ich möchte es, wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch völlig in Ordnung. Okay. Dann danke ich dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Christian. Jetzt geht es weiter mit der Mandy. Und Mandy ist 22. Hallo, Mandy. Hallo. Hallo, guten Morgen, Mandy. Ja, Bahnhof. Bahnhofsgeschichten ist unser Thema. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ist gleich vergessen, sage ich dir. Ja, hoffentlich. Also ja, ich habe quasi 3 Jahre am Bahnhof gelebt. Ja, und es war halt eine ziemlich schreckliche Zeit. Hast du am Bahnhof oder im Bahnhof gelebt? Im Bahnhof und drumherum. Also ich habe jetzt auch, wie die erste Anruferin, glaube ich, die es war, also in Notschlafstellen geschlafen und jetzt nicht direkt im Bahnhof. Ja. Weil dort wurde man halt auch oft verscheucht von den Sicherheitsleuten, die dort sind. Ja. Und war das auch in einer großen Stadt in Deutschland? Ja. Wo? Ja, möchte ich jetzt nicht sagen. Möchtest du nicht sagen, okay, ja. Wie hast du da so deine Tage verbracht? Ja, ich habe halt, also es hat angefangen mit, ich habe in einem Heim gewohnt früher. Und meine beste Freundin ist damals halt auf dem Strich gelandet. Und ich habe das halt langsam miterleben müssen, wie sie halt angefangen hatte, Drogen zu nehmen. Und ja, mir tat das halt sehr weh. Und dann bin ich oft auch dahin gefahren, habe angefangen, die Schule zu schwänzen, habe Spaß dran gefunden. Ja. Und jetzt einfach nur die Schule zu schwänzen, diese Hilfestellen zu besuchen. Ja. Ja, und so kam ich dann halt auch immer näher an die Drogen ran. Und wie alt warst du da, als du so... 15. Ja. Und hatte mir halt immer geschworen, mit härteren Drogen würde ich nie was zu tun haben. Auf gar keinen Fall. Ja, und mit 16 ging es dann richtig los bei mir mit Heroin und Kokain. Und da warst du schon aus dem Heim raus? Und nein. Da warst du noch im Heim drin? Nein, da war ich noch im Heim drin, aber halt ganz selten da. Und ich hatte ganz viele Hilfeplangespräche, hat sich das genannt. Und bin dann auch dort dann rausgeworfen worden mit 16, ja. Und ins übertreute Wohnen überführt worden. Und was aber nicht betreut war, weil ich habe dort noch nicht mal einen Wasseranschluss gehabt. Und zwar eine Betreuerin, aber die das war nicht wirklich das da. Das heißt, du bist dann auch richtig volle Kanne in die Drogensucht reingeschlittert. Ja, ja. Heute auch noch abhängig?
Nein. Heute nicht mehr abhängig. Hast du deine, deine Drogensucht auch mit Prostitution finanziert? Ja, ja. Wie lange? Das heißt ungefähr von 16 bis 19. Ja. Wie ist es dir gelungen, dann wieder da rauszukommen? Wie ist es mir gelungen? Ja, ich habe dann eine Entgiftung gemacht, weil ich war halt sehr abgemagert auch. Also ich war 35 Kilo runter. Weil diese Entgiftung, Mandy, lass mich kurz unterbrechen, diese Entgiftung. Hast du die gemacht, weil du die Überzeugung hattest, es geht nicht mehr weiter, oder hat dich irgendjemand dahin gedrängt? Also das war, weil ich in der Notschlafstelle, wo ich war, die haben mir irgendwie die Augen geöffnet gehabt an einem Abend. Mhm. Die meinten halt zu mir, ich habe halt ein Gespräch mitbekommen, wie sich das waren zwei Mitarbeiter, die sich unterhalten hatten und halt meinten, die Mädchen geben wir nicht mehr lange. Und das hat mich halt super erschrocken und dann bin ich auch direkt dahin und habe die darauf angesprochen, dass ich das halt gehört habe und so. Ja, und da meinten sie halt, ich soll wirklich darüber nachdenken, mir einen Entgiftungsplatz zu suchen, weil so mache ich nicht mehr lang. Meinst du, die haben das bewusst so gesagt, dass du das mithörst? Das weiß ich nicht. Um dich zu schocken, aber das meinten die ehrlich, ne? Ja. Das war wahrscheinlich auch so, die haben dir nicht mehr lange gegeben, wenn du so weitergemacht hättest. Nein, ich bin auch jetzt heute noch, ich hatte sie vor kurzem nochmal besucht. Mhm. Und das war wirklich ernst gemeint. Mhm. So, das war der Schocksatz, dem Mädchen gehen wir nicht mehr lange. Der hat dich aufgerappelt. Und ich war auch halt fertig, weil einfach fertig mit den Nerven, richtig, wegen der Prostitution auch. Mhm. Da lief nicht immer alles so, wie es laufen sollte. Ich weiß, man denkt dann, gut, da waren jetzt zum Glück keine Zuhälter, wo ich war. Zumindest hatte ich keinen Kontakt zu Zuhältern. Aber es ist so oft passiert, dass ich halt was brauchte und dann nicht richtig bei Kräften war und es dann auch gar nicht anders konnte, als wie ohne Kondom was mit den Leuten zu machen oder weil es nicht ging oder ich habe kein Geld bekommen, weil ich einfach zu fertig war. Also ich war wirklich nicht in der Lage, mich da irgendwie zu wehren. Hast du dich danach, als du dann da rauskamst, gesundheitlich mal komplett durchprüfen lassen? Ja, jetzt vor 3 Monaten. Und ich habe so ein Glück gehabt, ich habe mir gar nichts geholt. Direkt auf alles testen lassen. Aber Gratulation, dass alles gut gegangen ist. Erzähl doch mal weiter mit der Entgiftung. Dann bist du in die Entgiftung gekommen. Genau, ich habe halt ich hatte erstmal 6 Wochen auf den Therapieplatz gewartet. Mhm. Ja, aber es geht gar nicht so schnell, wie die meisten denken. Und habe ihn dann auch bekommen zum Glück. Mhm. Aber habe es nur 4 Tage dort ausgehalten. Mhm. Und dafür 6 Wochen aber gewartet gehabt. Und bist abgehauen? Und habe dann abgebrochen, genau. Oh weia. Und wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder neuen Versuch gemacht hast? Das war 1 Monat. Mhm. Und dann bin ich halt zu meinem Bruder, zu dem ich wieder Kontakt hatte. Mhm. Der hat halt gesagt, ist okay, komm zu mir. Und dann habe ich bei ihm gewohnt und habe dort ohne alles halt kalt entgiftet. Wie lange hat das gedauert? Ich war, um ehrlich zu sein, nur 1 Monat war ich nur bei ihm. Ja. Und also, dann hat mir schon... Noch einen Monat schon. Ja, kalt, und dann habe ich mir direkt, bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe geguckt, was ich machen kann. Ach, sofort. Arbeit. Und dann direkt das Leben in die Hand genommen. Ich wollte mal eben kurz was erklären. Kalt entgiften heißt, dass man radikal einfach aufhört, ne? Ja, richtig. Und warm entgiften heißt, dass man mit Methadon, mit Medikamenten, das dann unterstützt quasi oder das ein bisschen abfängt, dass es nicht so schlimm ist. Ja, genau. Es gab dann keinen weiteren Rückfall mehr. Doch, einen. Einen noch. Mhm. Und heute? Aber was ist heute? Nur von 2 Tagen. Das hast du dann wieder aufgefangen? Ja, direkt. Da brauchte ich auch keinen Entzug mehr nach. Ich habe auch keine Entzugserscheinungen gewusst. Mhm. Wie lebst du heute? Ja, ich bin in der Ausbildung. Ich bin jetzt bald fertig. Hotelfachfrau. Was für eine Fachfrau? Hotelfachfrau. Hotelfachfrau. Ja, ich bin im dritten Lehrjahr, bin jetzt halt bald fertig. Super. Ja. Und hoffe, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ich habe halt damit nichts mehr zu tun, aber ich fahre halt noch jeden Tag über diesen Bahnhof zur Arbeit. Und das, was ich halt noch erzählen wollte, war vor kurzem, da habe ich einen alten Bekannten wieder getroffen. Mhm. Das war das, wovor ich eigentlich so eine Angst hatte, weil ich habe mich halt schon verändert, auch von der Kleidung her. Mhm. Ich kann jetzt halt nur noch einen Blazer anziehen und eine schwarze Hose, halt normale Arbeitskleidung. Mhm.
Und er hatte mich aber trotzdem wiedererkannt, hatte mich angeschnurrt, angebettelt nach ein paar Euros. Mhm. Ja, dann wollte ich halt mein Portemonnaie rausziehen und ihm halt ein bisschen Kleingeld geben, weil er einer der wenigen war, der mir auch immer was gegeben hatte. Mhm. Dann kamen direkt die Sicherheitskräfte an und haben ihn von mir weggezogen und meinten, hat er sie belästigt, hat er ihnen was getan? Mhm. Und er hat er gar nicht. Also ja, und dann war er auch schon draußen und das war halt total die komische Situation für mich, weil früher war ich diejenige, die dort stand und weggezogen worden ist und Bahnhofsverbot hatte und rausgezogen worden ist und dann sowas. Also es war total komisch. Mhm. Hast du dann auch keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt? Nein. Ihr wurdet ja getrennt voneinander. Nein, tut niemand mehr. Nein. Wenn man auch dann 3 Jahre, nur gut 3 Jahre waren das, so ein heftiges Leben mitgemacht hat, auch in dem jungen Alter eben. Was meinst du, wenn du das so heute betrachtest, was war die entscheidendste Prägung für dein Leben, was du daraus ziehst aus dieser Zeit? Dass ich versuche, ich weiß nicht, also ich kriege halt oft mit viele neue Freunde, sage ich jetzt mal von mir, die, ich denke, ich urteile anders über Menschen, denke ich. Also ich denke auch, dass meine Menschenkenntnis vielleicht ja etwas ausgeprägter ist, ohne jetzt auch irgendwie jemand anders. Ja, ich weiß es nicht, aber was ziehe ich daraus? Ja, dass ich halt nicht so schnell vorurteile vielleicht. Weil ich weiß auch selber noch nicht genau, wie ich dazu stehen soll, wenn ich halt höre, dass manche sagen, Gescheit-Junkies und weil ich halt selber mal da drin war, ich weiß es nicht. Also das ist halt noch komisch. Weißt du, was ich daraus ziehe, so nach dem, was du mir erzählt hast, dass du eine starke Person bist und dass du es geschafft hast. Ich meine, das ist ja nun sehr schwer und viele scheitern daran. Wenn man einmal da gelandet ist, wo du warst, da dann durch eigene Kraft, und du hast das ja durch deine eigene Kraft geschafft. Das ja, dank meinem Bruder noch. Gut, klar, man hat immer Leute, die einem dann vielleicht auch helfen, aber ohne deine Kraft wäre überhaupt nichts passiert. Und das finde ich toll, das finde ich wirklich super toll. Und ich glaube, dass dich das sehr, sehr hart macht, im positiven Sinne, stählt für Probleme, die im Leben so auf einen zukommen, wenn man so etwas hinter sich hat und man es geschafft hat. Ich würde dich gerne noch fragen, ich habe ja gerade mit der Anruferin auch darüber gesprochen, mit der Antje, die mit 14 schon auf den Strich gekommen ist. Was hat das mit deiner Sexualität gemacht, dass du da im Bahnhofsmilieu als Prostituierte gearbeitet hast? Also die ist komplett zerstört, das kann ich auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich habe auch keinen Freund, also seitdem keinen Freund mehr, gar nicht. Hattest du denn mal überhaupt einen Freund in deinem Leben, schon mal Ja, für ein halbes Jahr, da war es aber noch nicht so heftig, mit der war ich 14, also mit 15 ging das bei mir erst los mit der Drogenzeit und also das kann ich mir noch nicht vorstellen, nein. Gibt es überhaupt noch in deinem Denken Sexualität oder ist das irgendwie alles irgendwie weggedrängt und hast du gar kein Interesse daran? Auch mit dir selbst nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Also das Interesse ist schon weg, quasi vernichtet, ja. Und keine Sehnsucht nach Nähe, nach Zärtlichkeit? Nee, da habe ich halt auch noch ein Problem mit. Das ist halt, ich lebe auch ziemlich, ich weiß nicht, schon abgeschotten von der Außenwelt. Ich weiß nicht, ich gehe halt arbeiten, aber gehe halt auch nicht so viel weg, bleib meistens zu Hause. Wissen deine Freunde, deine Umwelt oder auch deine Umwelt oder deine Freunde, wissen die von deiner Vergangenheit? Mein allerbester Freund weiß das. Der weiß das. Und sonst Kollegen und so, kein Mensch weiß das. Nein. Ich habe gerade die Mädels auch gefragt, so nach ihren Träumen. Ich meine, du hast ja schon einen Traum erfüllt, nämlich du hast es geschafft und hast deine Ausbildung bald fertig, was ja schon gigantisch ist. Aber dennoch kann man ja, man hat ja immer neue Träume. Was ist dein nächster Schritt, wo du dich hinsehnst? Ja, ich möchte auf jeden Fall auch mal Kinder haben, auf jeden Fall. Ja, und klar, ich träume schon von einer Familie, aber es ist halt noch schwierig. Ich kann mir jetzt halt noch nicht vorstellen, auf längere Zeit mit jemandem zusammen zu sein. Wenn du jetzt, du arbeitest im Hotelfach und da hast du ja mit sehr vielen Leuten zu tun, da ist noch nie irgend sowas passiert, dass du einen Typ kennengelernt hast oder gesehen hast, in den du dich... Schon. So doch, schon, auch ein Arbeitskollege, aber ich habe es, bevor was passiert ist, habe ich es halt abgeblockt. Meinst du, dass du das ohne professionelle Hilfe schaffst, dieses auch noch in den Griff zu kriegen? Ich bin auf der Suche nach professioneller Hilfe im Moment. Wenn du möchtest, können wir dir ein bisschen behilflich sein. Ja. Ja? Dann würden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, und dann könnt ihr noch ein bisschen fachsimpeln, was du tun könntest und so weiter. Ja, alles klar. Ja? Super, danke. Liebe Mandy, alles Gute und Gratulation nochmal für das, was du geschafft hast. Vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, beim Thema Gratulation möchte ich mal eben gerade bleiben. Ich möchte einen Satz in ganz eigener Sache sagen, was ich gerne hier über den Sender auch sagen möchte. Mein alter Papa wird heute 80 Jahre alt. Und ich möchte ihm sehr herzlich zum Geburtstag gratulieren und ihm alles, alles Gute wünschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. In der Technik war Malte Emels. Morgen sind wir wieder da. Um 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.